Nochmals recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht noch einmal um die Laptop-to-Desktop-RAM-Adapter. Und zwar jetzt im Speziellen um die DDR2-Adapter. Denn auf dem Asus-Kommando-Mainboard wurde ganz kurz auf dem PC-Bildschirm der Post-Screen des Mainboards angezeigt, während zu dieser Zeit ein SO-DDR2-RAM-Modul in Kombination mit diesem Adapter auf dem Asus-Kommando-Mainboard steckte. Ja, und ohne RAM kann ein Mainboard eben nicht booten. Ja, und das waren alles Intel-Systeme mit dem Socke 775, die ich zum Testen herangezogen habe. Und das ist jetzt ein Socke AM2 Plus System unter dem Boxkühler eines AMD Bulldozer FX 8350 dürfte wohl ein älterer Athlon 64er sitzen. Wie dem auch sei, ich installiere jetzt nochmal Standard-RAM-Riegel hier von Micron. Die sind sogar mit 1066 MHz zertifiziert. Da wollte ich auch nochmal schauen, ob dieser hohe RAM-Takt auch von diesem Mainboard unterstützt wird. Eigentlich schon, aber naja, vielleicht auch erst nur mit einer AM2 Plus CPU. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Sind die denn hier richtig ausgerichtet? Ja, genau. Ja, genau. Diese Adapter, die machen eigentlich auch nur Sinn, wer bereits schon SODDR-RAM hat und diesen wohl ganz gerne ja, mit seinem Desktop-Mainboard nutzen würde. Ne? Und dann nicht noch extra neuen Speicher kaufen müsste. So, ich schalte die Tastatur jetzt ein, um ins BIOS auch gehen zu können. Netzteil eben einschalten und ihr müsst jetzt auf diesen Monitor hier achten. So, mal den Power-Taster raussuchen. Naja. Und mal schauen, ob hier gleich was angezeigt wird. Ah, okay. Ja, okay. Dauerte doch länger als gedacht. Ja. Achso, ich muss erstmal hier ins Setup gehen. Genau. Moment, ihr seht gar nichts. Haha. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Und hier ist übrigens auch ein Phenom-Prozessor auf dem Mainboard installiert, der 8650 mit 3 aktiven Kernen und 2,3 GHz. Naja, ich weiß auch nicht immer alles über meine Systeme. Ich habe dafür einfach zu viele. Und hier scheint. Oh. Hier scheinen auch 1066 MHz DDR2-RAM-Takte schon festgelegt worden zu sein, hier vom Mainboard. Ja, ihr hört, die Kühlung ist nicht die leiseste. Dafür überhitzt der Prozessor dann aber auch nicht. So, einmal speichern und ich habe einen USB-Stick angeschlossen, wovon dann auch die Ultimate Boot CD geladen werden kann, um herauszubekommen, ob der Arbeitsspeicher auch in Ordnung ist. Ja, und dann warte ich ab, was er dann anzeigt. Ah, okay, er hat... Nee, Moment. Ja, 4 GB, ja, aber mit 533 MHz. Das Schlechteste. Aber es scheint wohl zu funktionieren. Ich probiere noch mal kurz rum, ob ich 1066 MHz noch eingestellt bekomme. Mit dem Maschken-RAM konnte das Mainboard ja schon mal booten. Jetzt kommt der DDR2 Laptop-to-Desktop-Adapter zum Einsatz. Und zwar in Kombination mit zwei SU-DDR2-Riegeln von Samsung mit je einem Gigabyte und für 800 MHz freigegeben. Ja, mal schauen. Ich tue die jetzt mal hier in den Adapter. So. Ist auch ganz easy hier installiert. Und dann bin ich gleich mal echt gespannt, ob das Mainboard hiermit dann auch bootet. Mit Samsung-Riegeln sollte das Mainboard aber harmonieren. So, jetzt wird's eng. Ja. Ja, die Adapter biegen sich gerade ganz leicht auseinander. Ich hoffe, das ist jetzt kein allzu großes Problem. Die sind einfach etwas zu breit. Nun ja, mal sehen, ob das gut geht.
Und ich starte mal wieder das System. Wenn es mit beiden Adaptern und beiden RAM-Riegeln nicht funktioniert, dann nehme ich einfach mal einen Riegel raus und teste dann nur mit einem Adapter. So, mal schauen. Achso, erstmal Tastatur wieder schnappen. Und mal schauen. Ah, okay. Ihr seht. Ja, knapp 2 GB werden erkannt. Die integrierte. Ch Oh Gott. Okay. Das. Ah, okay, weil die mit 533 MHz jetzt laufen. Obwohl die nur mit 800 MHz zertifiziert sind. Aber ohne RAM würde das System nicht starten. Einen Moment, ich verändere mal eben kurz den RAM-Takt. Die sind auch nur für 800 MHz freigegeben. Was ich noch sagen wollte, ist, dass im Chipsatz eine Nvidia-Grafikeinheit verbaut ist, die sich auch einen Teil des Arbeitsspeichers für sich genehmigt. Und Moment, doch die Tastatur ist eingeschaltet. Hä? Wie jetzt? Jetzt reagiert die gerade nicht mehr hier, die Tastatur. Ja, Memtest ist gleich durchgelaufen und mit dem einen 1 GB Samsung SODDR2-Riegel in Kombination mit dem Laptop-to-Desktop-Adapter auf dem ASRock Alive NF6 PVSD Motherboard scheint es dann keine Fehlermeldungen im Memtest mehr zu geben. Ja, der Übeltäter ist dann wohl gefunden. Moment, ich stelle mal wieder auf Autobelichtung. Ja, dann ja, seht ihr mehr. Genau, also das ist dann hier wohl der Übeltäter. Ich habe gesehen, ich habe noch einen dritten. Ja, und zwar genau das gleiche Modell hier von Samsung. Den werde ich dann nochmal testen. Genau, mal gucken. Ja, und mir ist eingefallen, das Ganze läuft hier gerade nur mit 400 Megahertz, aber ja, es dürften keine Fehler hier mehr auftauchen. Also der scheint jetzt in Ordnung zu sein. Also funktioniert auch schon mal der DDR2 Laptop-to-Desktop-Adapter in Kombination mit einem AMD-Sockel AM2 Plus Mainboard und einem Triple Core Phynom X3 8650.